Die Route führt vom Duderstädter Rathaus nach Westen, durch die Fußgängerzone und das Westertor, das letzte erhaltene Stadttor der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Vor den beiden liegen noch für Hin- und Rückweg rund 25 Kilometer. Da sind gute Kondition oder ein Elektroantrieb gefragt. Nach 2 Kilometern geht es rechts ab in die Goldene Mark. Die fruchtbaren Lößböden im Haletal gaben diesem Gebiet seinen Namen. Der Rad- und Wirtschaftsweg mit allenfalls sanften Steigungen ist auch für Kinder und Rollifahrer gut geeignet. Gut eine Stunde später, nach 7 Kilometern, ist der Wallfahrtsort Germershausen erreicht. Die neuromanische Wallfahrtskirche liegt innerhalb des Wallfahrtsplatzes, im Laufe des Kirchenjahres Ziel von 4 verschiedenen Wallfahrten. Die große Wallfahrt findet jährlich am ersten Sonntag im Juli statt. Dann strömen tausende Wallfahrer aus allen Himmelsrichtungen an einem Freialtar zusammen. Das Gnadenbild Maria in der Wiese wird in seinem Original nur während der großen Wallfahrt gezeigt. Die in der Kirche gezeigte Statue ist aus Sicherheitsgründen nur eine Kopie. Nur 1 Kilometer weiter, in Bernshausen, sind die Rollifahrer am Seeburger See angekommen. Die gesamte Wasserfläche sowie ein Großteil der Uferflächen stehen unter Naturschutz. Neben den Naturschutzflächen existieren noch Bereiche, die für den sanften Tourismus freigegeben sind. In Bernshausen wird geangelt, am Westufer in Seeburg locken ein Naturschwimmbad, ein Campingplatz und ein Bootsverleih. Besonders beliebt ist die Strecke am Südufer entlang nach Seeburg. Hier darf am und auf dem See weder geangelt noch gerudert oder gesegelt werden. Im Schilfgürtel fühlen sich Fische und Vögel deshalb besonders wohl. An der Seestraße in Seeburg liegen das Strandbad und der Bootsverleih. Ausleihen können Sie hier nicht nur Ruder- und Tretboote, sondern auch, einmalig in Deutschland, sogenannte Paraboote. Die Paraboote sind Amphibienfahrzeuge. Rollifahrer können ohne fremde Hilfe an Land in eines der Boote steigen und über eine Rampe ins Wasser fahren. Angetrieben werden sie von Hand über Schaufelräder, die an Land als Antriebsräder genutzt werden. Die speziell geformten Schaufelräder sind hohl. Sie dienen gleichzeitig als Stabilisatoren und zusätzlicher Auftriebskörper. Dadurch ist das Boot kentersicher, auch bei Wind und Wellen.